Hallo, herzlich willkommen, hier ist wieder Optionsstrategien TV. Ich bin's, der Jens. Ich bin der heute Tasso. Mein Gast, der Tasso. Und heute reden wir mal über Optionshandel und wir haben auch ein ganz, ganz altes Buch dabei. Also, wir kennen uns jetzt ein paar Jahre schon. Du bist einer unserer ersten Kunden gewesen. So ganz zeitig schon 2012 warst du schon auf Seminar. Du hast 2011 unser Buch gelesen, als es rauskam. Du hast mir aber ein Buch mitgebracht, was noch viel, viel älter ist. Das heißt Börsengewinne mit dem Computer. Und hier geht es, glaube ich, auch um Optionen, oder? Ganz genau. Hier geht es um Optionen. Hier wird hauptsächlich eine Long-Strategie vorgestellt. Long Call, Long Put. Also Long Strangle, Long Straddle. Und das Buch hat mir ein Kollege empfohlen. Und der kam an einem Samstag zu mir ins Büro und hat gesagt, schau mal, ich habe da ein interessantes Buch über Trading. Das war 1990, 1991. Genau, also das Buch ist erschienen hier 1988. Also das ist wirklich schon ein altes Buch. Und wenn man, was heißt alt, wir sind ja noch viel älter, aber wenn man sich überlegt, das ist, wenn man sich überlegt, das sind ja nun wirklich schon etliche Jahre her, auch interessant, noch, hier, noch alles in D-Mark, aber auch da ging es ja schon um Optionen, das heißt, also so neu ist ja das Thema Optionen in Deutschland gar nicht, ich glaube sogar, es gab mal eine Zeit, da wurden sogar noch mehr Optionen gehandelt als jetzt vielleicht. Genau, oder? Genau. Es hieß damals auch deutsche Terminbörse, Eurex war noch gar kein Thema, ein paar Jahre später ist Eurex gegründet worden. Und das Buch hat damals mein ganzes Weltbild auf den Kopf gestellt. Ich war beim Allgemeinen Wirtschaftsdienst, habe Fonds verkauft. Okay. Und als der Kollege mit dem Buch kam, ich kann mich noch erinnern, samstags, habe ich angefangen, das Buch von hinten durchzublättern, habe große Zahlen gesehen, viele, viele tausende Gewinne. Ich dachte, das Buch brauche ich unbedingt. War dann im nächsten Buchladen, habe es mir geholt, habe es am Wochenende durchgelesen. Und danach konnte ich keine Karriere mehr beim AWD machen. Ich wollte nur noch Optionen handeln, aber die Zeiten waren damals noch nicht reif für uns kleine Trader. Ich habe verschiedene Banken besucht und wollte ein Konto und ein Depot eröffnen und dann hieß es, ab 200.000 D-Mark aufwärts darf man an der deutschen Terminbörse handeln. Ich war zwar frustriert, aber ich habe das Thema nie aufgegeben, habe immer wieder Bücher gekauft zum Thema Optionen. Nur wissenschaftliche Bücher, nur Formeln, nur mathematische Formeln. Weißt du noch damals, so 1990, also 25 Jahre her, wie die Gebühren waren, was man für so ein Kauf und Verkauf einer Option bezahlt hat? Ich glaube, das waren 10 Mark pro Half-Turn. Ja, Half-Turn, also das heißt 10 Mark pro Kauf und 10 Mark pro Verkauf. Also 5 Euro ungefähr. 5 Euro, genau. Ne? Also ist man jetzt doch mittlerweile ja deutlich runtergegangen. Weit unter einen Dollar. Ja, so teilweise bei Aktienoptionen kann man unter einen Dollar gehen und so. Gibt es das Buch überhaupt noch, weißt du das? Nee, das Buch gibt es schon lange nicht mehr. Ich habe mir dieses Buch von Amazon kommen lassen. Die hatten noch 3 auf Lager, 3 gebrauchte Bücher. Da sind auch noch ein paar Notizen von meinem Vorbesitzer. Kann man jetzt sehr, sehr schwer erkennen. Wo ich dachte, oh, recht interessante Kommentare stehen da nebenbei. Ja. Nee, das Buch gibt es leider nicht mehr. Ah genau, hier ist viel. Wobei, wenn man das so anschaut, ne, also hier Zeitwertverfall, so können wir zeigen, hier sieht man das. Ja, das sieht also genau noch so aus wie heute. Also das ganz ist immer genau noch so. Das, ne? hat sich nichts geändert. Da hat sich nichts geändert. Okay, du hast mir das Buch mitgebracht. Ich werde es auf jeden Fall jetzt mal anschauen. Wir gucken mal vielleicht, also wenn es das Buch noch gibt, verlinke ich es hier mal unter dem Video. Kann man sich da noch mal mit anschauen. Ich möchte noch dazu was sagen. Ich habe das Buch komplett durchgelesen und bei dem Kapitel Stillhalter musste ich damals sagen, ich verstehe das nicht, ich bin zu blöd dafür. Ich bin zwar mathematisch ausgebildet, aber das Thema Stillhalter habe ich nicht verstanden. Es ging dann nur um Long Strangles, die Aussicht auf enorme Gewinne mit sehr, sehr niedrigem Einsatz. Ja, bis ich dann das Buch vom Jens auch aus einer Laune heraus gekauft habe, da war ich auf der World of Trading in Frankfurt, lauf an einem Stand vorbei und da habe ich das Buch gelesen, Optionsstrategien für die Praxis, wie generiere ich ein regelmäßiges Einkommen. Ich dachte, ach, das ist bestimmt jetzt das 27. Buch, das ich hole, es wird wieder wissenschaftlich sein.
Und schon beim ersten Kapitel dachte ich, ist ganz anders als alle anderen Bücher. Das hat Hand und Fuß. Du hast das Thema Optionen sehr, sehr, sehr gut erklären können. Insbesondere die Strategien Stillhalter, Verkauf von Optionen, dass man damit nicht die enormen Gewinne haben kann, aber immer wieder regelmäßige Einkommen. Das finde ich sensationell. Wir haben uns ja heute früh schon beim Frühstück unterhalten. Das liegt ja daran, dass es nicht so mathematisch ist, weil wir beide eigentlich, also ich zumindest ja nur Prozentrechnung kann. Also ich habe es ja gar nicht so mit der Mathematik und deswegen kann das ja gar nicht anders sein. Du hast ja jetzt seit 2012, also wie gesagt, du warst auf Seminars und auch Coachings gemacht und so weiter, viele Webinare bei uns mitgemacht. Wenn du jetzt einfach mal so zurückblickst, die letzten drei Jahre ungefähr, und mal schaust, was hat sich denn da in deinem, oder wie hat sich denn, erstmal ganz allgemein, wie hat sich denn dein Handel so entwickelt? Nachdem ich das Buch 10-mal gelesen habe, war ich auf dem Coaching. 10-mal? Bestimmt 10-mal. Also 8-mal mehr als ich. Doch immer wieder, wenn ich Motivation brauchte für mein Trading, habe ich das Buch rausgeholt und ich habe es dann immer wieder gelesen. Das war auch für mich dann irgendwann der Punkt zu sagen, gehst du mal aufs Coaching. Ich habe die ersten Trades gemacht mit einem Coaching-Kollegen, der aus Heidelberg kommt, und dann habe ich zu ihm gesagt, du, mit der Trade Station komme ich nicht klar, kannst du mir mal zeigen, wie gebe ich die Puts ein, wie gebe ich die Calls ein, wo finde ich die Strikes? In der TWS. In der TWS, genau. Okay, ja. Genau. Das ist damals im Coaching oder auf dem Seminar etwas zu kurz gekommen, aufgrund des Umfangs der Materie, die besprochen wurde. Ja, und dann war mein allererster Trade auf Crude Oil, das weiß ich noch, ja. CL. Und dachte, okay, ich hatte auch das Abonnement Optionsstrategien. Mhm. Und aufgrund dieses Abonnements war mein erster Trade Crude Oil. Und saß ich beim Kollegen in Heidelberg und dann haben wir das gemeinsam eingegeben. Und dann dachte ich, okay, ist ja nicht ganz so schwer, das kriegst du auch alleine hin. Und dann habe ich aber alles, was ich im Seminar gelernt habe, alles, was ich aus dem Buch gelesen habe, irgendwie verworfen. Weil ich dachte, ich konzentriere mich nur auf einen einzigen Markt, Gold. Mit Strangles zu verkaufen, kann man ja nichts falsch machen. Nur dann hat es mich 2013 mit dem Absturz Gold... Im April. März oder April war es, glaube ich. Total zerrissen. Da dachte ich, irgendwas mache ich hier nicht richtig. Der Jens verdient Geld, ich verliere Geld. Vielleicht sollte ich mich nochmal mit dem Jens unterhalten. Dann war ich letztes Jahr im März nochmal bei dir in Zwickau. Aha. Und da ging es um das Thema auch Coaching Stufe 2, also die Fortsetzung vom Seminar. Da sind auch sehr viele Strategien vorgestellt worden, die mich dann wiederum dazu gebracht haben, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich mehrere Märkte zu Bedingungen anzugehen, die auch zum Erfolg führen. Was meinst du jetzt mit Bedingungen? Ja, dass ich mich nicht nur auf einen Markt konzentriere, sondern auch auf andere Märkte. Und das BBTM-Modell, das Bollinger Band Trendfolgemodell, intensiver zu betrachten, nicht nur irgendwelche Strategien, nur weil ich irgendwo was gelesen habe. Das BBDM ist ja unser einfachstes, in Anführungszeichen, genau, einfachstes Modell, genau, unser Einsteigermodell, aber auch durchaus das, eigentlich für die meisten, stelle ich auch so fest, erfolgreichste Modell, weil es eben ganz, ganz klare Regeln einfach ganz hat. Genau, ne? Genau, und darauf habe ich mich dann wieder besonnen und dachte, einfache Regeln, machst es so, wie es beschrieben ist, und dann ging es auch wieder aufwärts. Also 50% Verlust von den erhaltenen Gewinn war nichts Unnatürliches bei mir. Okay, also das heißt, er hat am Anfang sehr, sehr geschwankt, oder? Sehr, sehr stark gewonnen, aber auch sehr stark verloren. Okay. Die Gewinnkurve sah aus wie eine Sinuskurve und nicht stetig nach oben. Ja. Wie hat es dann, wie hat es jetzt so entwickelt in den letzten Monaten dann? Ich hatte dann Coaching Stufe 2 letztes Jahr 2014 ab August. Mhm. Das sind ja auch Strategien vorgestellt worden mit Short Puts auf Aktien oder auch damals noch Covered Calls auf Aktien.
Karat Kreuz auf Aktien bedeutet, dass das Depot schon ein bisschen größer sein muss, damit man sich auch gegebenenfalls hedgen kann. Bei 40.000 Euro Depotgröße war Karat Kreuz dann irgendwann nicht mehr interessant. Dann habe ich auch Earnings gemacht, auch da alle Fehler mitgemacht, die man machen kann, nämlich vergessen, dass man nicht nur Short von Optionen macht, sondern auch Iron Condor sich absichert mit Long-Positionen. War wohl in der Hektik der Zeit, ist mir dann entgangen. Ich dachte, okay, machst du nach wie vor BBTM, das läuft ganz gut. Mit 30% Rendite im Jahr komme ich nicht hin, aber irgendwo im zweistelligen Bereich bin ich jedes Jahr dabei. Und ich habe dieses Jahr das Wiederholungsseminar oder Wiederholungscoaching Stufe 2 mitgemacht. Und das hieft uns alle auf ein ganz anderes Niveau, weil wir, das sage ich jetzt auch ganz ehrlich, Jens, ich habe diese Systematik verstanden, bei hoher Volatilität Optionen zu verkaufen. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Da habe ich auch bei niedrigen Volatilitäten Optionen verkauft und wenn dann die Volatilität ansteigt, dann hängt man in Verlusten rum und Adjustierung war nicht, dann habe ich wohl zu oft und zu schnell Positionen glattgestellt mit Verlust. Und jetzt dieses neue Coaching, Stufe 2, mit dem Vermerk, mit dem Hauptthema hohe Volatilitäten verkaufen, hohes IVR schauen, dass man hat, bevor man einen Trade eingeht, bedeutet, ich habe weniger Trades, ich habe erfolgreichere Trades und was mir sehr viel geholfen hat, und ich vermute, dass es auch sehr, sehr vielen anderen genauso geht, dass man gelernt hat zu adjustieren, Positionen zu rollen und vielleicht nicht mit einem großen Verlust rauszugehen, sondern Verluste dramatisch zu minimieren. Mhm. Gewinne, die kommen so oder so, aber die Verluste dramatisch zu minimieren und das merke ich auch in meinem Depot. Okay. Ich habe weniger Trading, aber dafür mache ich auch Optionen. Ich will nicht den Stress haben, jeden Tag irgendwas machen zu müssen. Ja,